Na, habt ihr Bock auf einen richtig guten alten DDR-Gulasch? Dann bleibt dran! Unsere gute alte Sonja ist schon mal im Topf. Die lassen wir jetzt aus. Das sind so circa 30 Gramm. 50 Gramm Speck haben sich gemeldet. Die wollen im Topf. Die schwitzen wir erstmal schön ein bisschen an. Laut DDR-Rezept muss ich heute mal mit weißen Zwiebeln arbeiten. Eine ganze war das. Und das schwitzen wir natürlich zu unserem Speck noch mit an. Speck und Zwiebeln schön angeschwitzt. Als nächstes kommen 500 Gramm Jagdwurst mit dazu. Das läuft ja fast wie in einem DEFA-Film hier. Und die schwitzen wir natürlich auch noch weiter mit den anderen guten Sachen an. Kurz vor Goldgelb kommt ein guter Esslöffel Tomatenmark mit dazu. Das Ganze verrühren wir ganz gut. Und lassen das Ganze noch ein bisschen bräunen. Wichtig nachher für eine gute Bindung ist ein guter Esslöffel Mehl. Das Ganze lassen wir noch ein bisschen auf dem Herd bei mittlerer Hitze. Als nächstes 0,7 Liter Brühe mitzugeben, dass sich schön die Röstaromen ein bisschen lösen. So, ich habe die ganze Sache schon mal probiert und nachdem wir auch das Tomatenmark mit zugenommen haben, fehlt hier noch ein bisschen Liebe. Ein guter Esslöffel Zucker und das Ganze nochmal richtig schön durchköcheln lassen. Oh, Tim, probier mal. Das ist wie damals. Total geil. So, Tim, komm, es geht weiter. Es hat sich auch schon mal irgendetwas totgekocht. Als nächstes kommt eine rote Paprika mit dazu. Alles mit rein, muss so sein. Jo, auch noch mal kurz 2-3 Minuten sich aromatisieren, Freunde. Um das Ganze perfekt zu machen, noch ein kleiner Schuss Pfeffer, das Ganze gut vermengen und dann kommen wir auch schon zum Probieren. Ja, Freunde, bevor wir zum Probieren kommen, habe ich noch ganz was Wichtiges für euch. Und zwar, ihr wolltet doch immer noch mal den Timmy sehen. Das soll jetzt passieren. Und zwar an diesem Sonnabend um 16 Uhr. Ja, da bringen wir nämlich unseren, da sind wir furchtbar stolz drauf, unseren ersten Mecklenburger Kochbuben-Cup vom Fußball. Und da müsst ihr einfach mit dabei sein. Ne? Das muss man einfach miterleben. Wir waren so begeistert, das war so toll. Bitte schaut euch das an. So, und jetzt probiere ich die ganze Sache. Wunderbares DDR-Gericht. Ich habe es damals schon geliebt. Und aus einfachen Mitteln haben wir sowas Wunderbares gezaubert. Freunde, kocht es einfach nach. Es ist unvergleichbar gut. Bis zum nächsten Mal, die Mecklenburger Kochbuben.